Thema hier noch ein bisschen kurz geben. Dankeschön. Danke, Radike. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und hoffe, dass Sie auch groß Bericht erstatten über dieses tolle Projekt, der in Spaßpass der Saalsparkasse. Denn das ist ein tolles Ferienangebot für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Kultur und Sport, genau das Richtige für die Sommerferien. Und ich bin sehr dankbar den 14 Partnern, die mitmachen, denen Sie ermöglichen, dass die Kinder zu ihren nächsten Buchreisen, beziehungsweise dass die Kinder kostenfrei und die Erwachsenen zu ihren nächsten Buchreisen viele Kulturangebote und Sportangebote annehmen können. Ich freue mich natürlich insbesondere, dass das Stadtmuseum dabei ist. Das Stadtmuseum hat viele, viele Angebote für Kinder, nicht nur in unseren Dauerausstellungen, plural, sondern auch gerade dieses Jahr haben wir eine Sonderausstellung zu 600 Jahre Baubeginn des Roten Turms. Und da haben wir einen Kreativraum, wo Kinder und Jugendliche selber Türme bauen können oder basteln können. Das wird immer gut angenommen. Das ist ein bisschen versteckt, deswegen wäre es schön, wenn Sie auch darauf hinweisen könnten, dass die Kinder hier natürlich viele Stunden verbringen können in den Ferien. Oder die Oberburg, das ist im Sommer natürlich perfekt für Familien, dass sie da auf die Oberburg kommen. Es ist wichtig, dass die Kinder in Bewegung kommen. Und deswegen ist das ein Ansporn, dass sie zu diesen ermäßigten Preisen in Bewegung kommen. Und natürlich, dass jeder Euro, der aktiviert wird, mit dem der Pass aktiviert wird, für einen guten Zweck gespendet wird. Da haben wir in den letzten Jahren vielen Organisationen helfen können, gerade Unterstützung für krebskranke Kinder oder auch Schutzengel oder die Caritas. Da waren wirklich wunderbare Projekte, die damit unterstützt werden können. Also ich freue mich, wenn viele mitmachen. Wir haben auch einen weiteren Auftakt nächste Woche auf dem Marktplatz. Planschen. Wir hoffen auf gutes Wetter. Das wird wahnsinnig belebt sein auf dem Marktplatz gegen viele Partner. Also ein toller Auftakt für die Sommerferien. Und natürlich sind wir unendlich dankbar, dass die Saalsparkasse mitmacht. Denn ohne so einen großen Partner wäre das auch nicht möglich, so ein Angebot zu machen. Also ich gebe weiter an den Dr. Fox mit großen Dank der Stadt. Danke. Ja, schön, Herrschaft, bis heute wird mir das. Herzlich willkommen, danke, dass Sie gekommen sind. Dass das ein tolles Angebot ist, was eben von Herrn Radeke ja federführend an die Institution herangebracht wird, dass er das erreicht hat, dass die Stadt das auch in den Schulen ausgibt, diesen Ferien. Das ist ja gewesen, diese Mühe. Ich sage immer, das größte Geld, was dann die Sparkasse dazu gibt, ist ja nur das, was benötigt wird. Aber es braucht ja auch immer Leute, die sich mit euch eine Idee kümmern. Und auf der anderen Seite muss es eben auch Einrichtungen geben, die aufgeschlossen sind, dafür zu sagen, jo, das wollen wir auch noch mit unterstützen. Und nicht sagen, auch wieso, immer kommen die doch eh und die sollen ordentlich zahlen. Deswegen wir zuversichtlich sind, dass es in diesem Jahr nochmal ein bisschen mehr an Zuspruch geben wird, könnte damit zusammenhängen, dass wir so ein bisschen die Sachen wieder miteinander verbinden. Darum geht es ja auch, dass man eigentlich aus dem Verbinden einen Mehrwert schafft. Es wird Anfang Juli, ich glaube am 5. Juli, der HFC sein einziges Testspiel in Halle, im Stadion, gegen eine dänische Mannschaft, Fredericia, austragen. Und wir haben gesagt, dass die Kinder, die einen aktivierten Ferienpass haben, für das Spiel kostenlos Eintritt bekommen. Wenn das kein Ansporn ist, dann lese ich auch nicht mehr. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und vielen Dank an alle, die sich da in der Folge dann einbringen und den Kindern und Familien natürlich schöner werden zu sein. Danke.